Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Damir's Grind auf Thea Varroa. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mich wieder mit begleitet auf meinem Jagdausflug. Und ich hoffe, heute kriegen wir mal wieder was Gutes vor den Lauf. Vielleicht ja heute der Great One. Ich meine, es wird auch langsam echt Zeit, finde ich. Wir sind schon fast bei 150 bei den Vorgestor. Nächste Woche, glaube ich, ne? Haben wir die dann schon geknackt. Und wir haben ja auch noch die ganzen anderen Grinds, und aktiv haben wir ja immer noch den Elch-Grind. Da müssen wir auch nochmal weitermachen. Da haben wir einen schönen Vierer mit bei, 370 bis 390 Meter. Das heißt, die werden sich da breit machen und nicht hier hinkommen. In dem Fall müssen wir denen mal entgegenkommen. Die sind alle ruhig, gut. Ich weiß nicht, warum wir bei dem da hinten jetzt, wo er gerade steht, ein Trinkgebiet freigekriegt haben, weil eigentlich sollten wir das doch erst da vorne haben. Noch ist er ruhig, das heißt, auch hier laufen wir jetzt erstmal weiter. Ich würde dann nämlich gerne dann erst auf dem Dreibein sitzen, bevor wir da gleich anlegen. Ich will den Jagddruck jetzt auch nicht ungemein erhöhen. Gute Entfernung haben wir jetzt noch 260 bis 290 Meter, irgendwas um Dreh. Ein bisschen können wir noch laufen. Aber auch nicht mehr ganz so viel, ne? Der ist noch ruhig. Dass der so schnell da oben wie ausblendet, ne? Was soll das denn? So. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Sieht ganz gut aus. Ist ruhig, das heißt, jetzt können wir gehen. Sind hier ganz safe oben drauf und da kommt schon das nächste Rudel an. Aber den Kameraden schnappen wir uns das erste Mal. So natürlich nicht. Ah, so natürlich auch nicht, wenn er genau in dem Moment natürlich gerade ausgeht. Andererseits, er fällt. Da liegt er. Na komm. Nicht ganz so, wie ich mir das erhofft hatte. Aber... Resultat zählt. Ich habe keine Ahnung, warum davon noch einer liegt. Ich habe absolut keine Ahnung. Haben wir in der letzten Folge noch irgendjemanden hier geschossen? Angeschossen, der noch irgendwie weggekommen ist? Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Wie ich das am Montag ja schon sagte, ich nehme natürlich dann auch eine Folge mehr dann hier auf, ne? Ein bisschen fortproduzieren. Dennoch ist die letzte Folge jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde her. Als ich die aufgenommen habe, ich kann mich gerade echt nicht dran erinnern, was da war. Ihr wahrscheinlich ja natürlich noch weniger, weil da liegen zwei Tage zwischen, aber keine Ahnung. Kein Plan, woher der jetzt kam. Ist okay, nehmen wir aber mal mit hin. So, hier haben wir den richtigen liegen, den Vierer. Nee,
Nicht ganz so schön, ne? Nicht ganz so schön. Da haben wir keinen stehen. Mal gucken, ob sich das gleich nochmal ändert. Wahrscheinlich haben wir hier jetzt aber schon wieder die Ziegen stehen. Naja, hatten zumindest die Ziegen stehen. Da haben wir keinen mehr. Ist okay. Dann würde ich sagen, markern wir uns gleich den nächsten da vorne und gucken uns das da nochmal mit an. Okay, da tauchen die ersten jetzt auf. Aber da ist kein Bock mit bei, ne? Der hat keinen Bock, der Bock. Nix dabei, können wir dann also auch direkt weiter. Gehen wir direkt hier rüber. Und schauen uns da mal um. So, ich bin gespannt, wie gut oder wie schlecht das hier jetzt aussieht. Auf der Spitze haben wir wieder welche stehen und sogar einen schönen Vierer auf 300 Meter. Haben wir nochmal schnell hier rüber linsen und hier. Safe. Safe nehmen wir den. Liegt. Die hier haben wir nur aufgeschreckt, die haben wir nicht verscheucht. Sehe ich gerade, spielt aber auch keine Rolle, weil da ist kein Bock mit bei, das sind nur die Weibchen. Also gehen wir direkt rüber, sammeln den Vierer einmal ein und machen uns dann auf den Weg zur nächsten Location. So, den haben wir auch ganz gut erwischt. Auf jeden Fall safe in der Lunge. Den haben wir in Gold 214 von der Wertung. Und ich würde sagen, wir switchen direkt rüber. Und gucken uns gleich mal die Strandpromenade an. Da bin ich mal gespannt, ob wir da jetzt noch was Besseres stehen haben oder nicht. Natürlich gucken wir erstmal hier vorne rüber. Da hatten wir jetzt, glaube ich, nur den Zweier, ne? Oder noch einen zweiten Zweier, einen Zweier auf jeden Fall. So, und irgendwo stand hier vorne dann noch einer. Da ist er. Ist ein Vierer. Da komme ich aber nicht durch.
Da haben wir einen, okay. 150er Nullung. Und den haben wir. Oh, da war noch einer. Na, den habe ich gerade eben nicht gesehen. Aber ist auch egal, ist nur ein Dreier. Den größeren haben wir hier weg. Steht natürlich auch gerade gut da, ne? Herz, Lunge, passt. Dann sammeln wir mal gerade aus rein egoistischen Gründen auch den da vorne gerade nochmal ein. Und den nehmen wir auch nochmal gerade mit. Manchmal nutzt man halt dann halt doch die Chancen, die man gerade hat, ne? Ja, genau, und den vollkommen verkackt. Aber dafür ist er dann auch relativ zuverlässig gefallen. Und ist auch okay. Hauptsache runter von der Map. Und hier dann sogar halt noch ein bisschen Kohle mitgenommen. Ist okay, kann man machen. Ja, ich hoffe, eure Woche war bis jetzt angenehm und entspannt. Momentan haben wir auch wieder viel Urlaub, wie ich das schon wieder mitgekriegt habe. Ich hoffe, ihr genießt die Zeit. Natürlich sind ja auch wieder Sommerferien, ne? Und ja, ich bin gespannt, wie es euch in der Woche so ergeht. Und ich hoffe, ihr kommt vernünftig bis zum Ende der Woche hin. Das Wetter soll ja zumindest schon mal mitspielen, ne? Ist ja schon mal dann ganz gut. Guckt euch das an. Da haben wir gleich den nächsten Vierer. Brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Den ziehen wir uns dann gleich raus. Den ein bisschen hoch gehabt. Sieht so aus, ne? Auch dran vorbei. Gott. Erwischt, der fällt, aber der fällt so langsam, ne? Ich meine, er fällt. Ja. Ach, Schiete. Shit. Ah, okay. Hundertprozentig liegt er gleich hin wieder. Hundertprozentig. Ist der Jagd da gleich irgendwo vorhanden. Bisschen an Dale machen, dann sollten wir die hier vorne gleich aufgescheucht haben. Oder sind heute gar keine hier? Das kann natürlich auch sein. Dann gucken wir erstmal rüber. Der liegt. Mal gucken, ob wir hier noch einen hatten.
den wir jetzt eventuell verscheucht haben. Nein, haben wir nicht. Da haben wir momentan auch keinen mehr bei. Das ist okay, das können wir so stehen lassen und dann gehen wir gleich mal rüber in die nächste Location. Auch da, absolut Kanada. Auch hier wieder gerade nur Weibchen, ne? Der ging sogar locker flockig darüber, aber die sind erstmal weg. So, den Dreier haben wir dann auch von der Map. Da vorne sollte er gleich irgendwo liegen. Da liegt er. Und dann können wir schon mal weiter zur nächsten Location. Ich bin gespannt, ob wir jetzt hier unten am See endlich mal wieder welche stehen haben. Oder ob sich auch das zeitlich nach hinten verzogen hat. Dass die erst ab, keine Ahnung, 12, 12:30 da sind oder sowas. Sowas kann natürlich dann auch immer passieren. Keine Ahnung, wie das hier aussieht. Da wir hier jetzt wirklich schon länger keine mehr stehen hatten. Also weder hier an der Location noch hier irgendwie auf der Spitze. Also können wir auch hier direkt weiter hoch. So, und da hinten haben wir natürlich wieder keine stehen. Es wäre jetzt auch gerade wirklich zu schön gewesen. Da haben wir nochmal ein Dreier, neues Bedürfnisgebiet. Haben wir damit auch frei. Da haben wir keinen stehen. Hier haben wir keinen stehen. Wobei es mich hier eher wundert, dass hier gerade keiner ist. Aber wir haben zumindest ein Ziel. Auch der fällt. Dann nehmen wir die beiden auch noch mal mit. So, hier haben wir den ersten. Auch noch in Lunge erwischt. Und den zweiten haben wir irgendwo hier unten am Strand liegen gehabt. Da liegt er, genau. Auch den.
Absolut. Wunderbar erwischt. Da haben wir jetzt keinen mehr stehen. Das heißt auch, da haben wir gerade unsere Schuldigkeit getan. Da waren wir gerade durch. Hier waren wir, da waren wir. Hier waren wir. Jetzt sind wir extremst zu früh. Haben wir irgendwas ausgelassen? Hier. Hier. Hier waren wir. Dann sind wir hier rüber. Wir sind hier rüber. Dann nach da. Sind von hier rüber. Nee, hier waren wir doch gerade eben, oder? Am Strand waren wir doch gerade eben, ne? Der ist dann weggelaufen, genau. Dann waren wir hier rüber, haben da einen Dreier gehabt. Dann waren wir hier jetzt rüber. Hier waren wir, hier waren wir. Doch, eigentlich sind wir die Runde durch. Eine ganze Stunde vorher. Eine ganze Ingame-Stunde vorher. Ich bin gerade etwas irritiert. Ich bin gerade sehr irritiert. Ich kann es gar nicht nachvollziehen, warum hier eine ganze Ingame-Stunde gerade fehlt. Was habe ich denn jetzt anders gemacht, als in den letzten Folgen? Was war denn heute anders? Weiß nicht, Leute, was war denn heute anders? Dass wir so schnell hier durch sind und fertig für den doppelten See da oben. Ich kann es mir gerade gar nicht erklären. Ja, ich glaube, wir hatten jetzt nicht an jeder Location welche stehen, ne? Und haben dadurch ein bisschen Zeit angespart, aber letzten Endes wäre es beim Großteil wahrscheinlich auch nur der Anschuss, Abschuss und das Weiterziehen, ne? Weil für gewöhnlich wäre es wahrscheinlich auch dann in den meisten Fällen einfach nur ein Dreier gewesen. Hätte uns also nichtsdestotrotz auch nicht wirklich irgendwo aufgehalten, ne? Ich bin, wie gesagt, gerade ein bisschen irritiert. Vielleicht hat von euch einer eine gute Erklärung. Keine Ahnung. Da ist der nächste Vierer. Den nehmen wir uns natürlich raus. Ist ja wieder das absolute Geschenk. Ja, dann stand der irgendwo hier mit bei Alter. Schwede. Alter Schwede, war das gerade ein großes Rudel da vorne.
Es sah gerade bedeutend enger gedrängelt aus, als es auf den zweiten Blick aussah. Zumindest sah es für mich so aus. Das ist noch normal. So wie das mittlerweile hier zumindest normal den Eindruck erweckt. So, den nehmen wir uns da hinten auf jeden Fall jetzt mit. Der ist noch eine Option, scheiße. War die 300er Nullung gerade echt zu viel? Eigentlich doch nicht, oder? Komisch. Bisher klappt das hier mit der 300er Nullung ja auch immer ziemlich gut und zuverlässig. Naja, gut, okay. Hätte es jetzt nicht sein müssen mit dem Weibchen, ne? Aber. Naja, ich dachte, zur Not nehmen wir sie nochmal mit als kleinen Bonus. Ja, gut. Keine Ahnung, ob es da hinten noch fällt. War nicht ganz so gut. Dennoch haben wir zumindest zwei Vierer schon mal safe hier geschossen. Einen Dreier haben wir da auch noch liegen. Es war nicht umsonst. Ich meine, zwei Vierer sind immerhin zwei Vierer, ne? Warum haut denn das olle Weibchen da nicht ab? So, das sind sechs. Ein Rudel. Das heißt, hier stehen noch mindestens zwei Rudel rum, oder? Das sind 12 und wir haben hier mit Sicherheit 18 oder sowas um den Dreh stehen gehabt. Auf jeden Fall deutlich mehr als 12. Das heißt, dann stehen hier drei Rudel rum, ne, an der Stelle. Wow. Also manchmal muss man auch echt schon mal Schwein haben, ne? Eigentlich war es so auf Lunge geplant und hätte es der Halswirbel nicht gestoppt, hätte die Lunge auch gesessen. Mag ich doch mal gerade einfach so behaupten. Wow. Der ungewollte Kunstschuss auf dieser Entfernung, der hat es dann gerade nochmal gebracht. Yay, Ego. Nee. Aber habe ich nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Warum auch? Sah für mich eigentlich safe noch Lunge aus. Ja, nicht schlecht, okay. Wenn ich sowas irgendwann mal ganz bewusst schieße auf so eine Entfernung, mit Vorankündigung. Ich glaube, da geht die Nase hoch in den Wind. Aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren einfach nicht passieren. 12:24. Das ist unfassbar, ne? Eigentlich ist ja nichts mehr. Wir sind eigentlich durch. Total krass. Ja, Leute, dann wird das ausnahmsweise mal eine kürzere Folge. Scheint wohl so. Da haben wir noch einen Vierer.
Das ist doch schon mal ganz gut. Muss man ein bisschen höher ansetzen. Dann machen wir es halt so, ne? Dann gehen wir halt nochmal die Locations ab, wo wir vorhin Pech hatten oder halt uns auf was anderes konzentriert hatten, wie in dem Fall hinter uns da hinten auf der Spitze. Ja, haut ab, haut ruhig ab. So ist richtig. Aber er bleibt wagemutig da stehen. Jetzt haut er ab. Okay, er hat einfach nur einen Moment länger gebraucht. So, und da haben wir nochmal ein neues Trinkgebiet. Ich dachte mir, ich klick's mal an. In dem Fall war es auch gar nicht so verkehrt, weil mir deutlich zu viele Spuren auf zu engem Raum waren. Das musste mehr als ein Trinkgebiet sein. Und ja, Tatsache war auch so. So, vielleicht haben wir jetzt hier Glück. Ne, kann ja sein, dass wirklich die Zeiten hier nach hinten geschoben wurden und jetzt können wir ja mal gucken. Nein, das sieht nicht so aus und das ist auch nicht so schade. Leute, in dem Fall bedanke ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr mir weiterhin die Treue haltet. Lasst gern Daumen nach oben da oder nach unten. Beides ist ein Support. Lasst gern einen Kommentar da oder ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid, mich auf der nächsten Partie hier mit begleitet, beim nächsten Jagdausflug. Wenn ihr weiter bei No Man's Sky, beim LS und so weiter alle mit dabei seid, würde ich mich tierisch drüber freuen. Leute, macht's gut, macht euch noch eine schöne Restwoche, bleibt gesund, bis dahin und ciao. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage.